Folge 30, Assassin's Creed Black Flag, awesome! Ja, wir haben Folge 30 erreicht, mein Gott, Wahnsinn, 30 Folgen schon Assassin's Creed Black Flag auf der PlayStation 4 mit mir Reflex und ihr schaut immer noch zu, das freut mich. So, und die letzte Folge ist relativ kurz geworden, die ist nur so knapp 12 Minuten, dürfte mir nicht übel nehmen, ich hatte mal wieder vergessen, die Uhr einzuschalten. Aber diesmal läuft sie, das heißt, ich weiß ganz genau, wann ich mein Limit erreicht habe. Bald brauche ich ja da gar nicht mehr so großartig mehr für. Da kann ich ruhig Überlänge haben. Dann werden die Folgen auch länger. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Deine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Hm. Wir sind fertig hier. Mhm. Also ist das Observatorium doch nicht hier. Mission beendet. 100%. Das vergrabene Geheimnis des Weisen. Ja, mal wieder 100%. Ich meine, war jetzt auch nicht so schwer. Gab ja nur ein kleines Rätsel zu lösen. Drücken Sie Kreis, wenn ein Gegner zuschlägt, um ihn zu kontern. Drücken Sie dann Viereck, um ihn zu töten. Dreieck, um das Gerät einzuschalten. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Nanu? Schweig! Oh, okay. Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Okay, jetzt haben wir ein Blasrohr bekommen. Wie es ausschaut. Blasrohr. Das Blasrohr ist eine effektive, lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- oder Berserker-Pfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischtwarenläden kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Okay. Ah, es geht noch weiter. Blasrohr. Schlafpfeile versetzen ihre Gegner für einige Augenblicke in Schlaf. Rüsten Sie sie mit dem Steuerkreuz aus, zielen Sie mit L2 und schießen Sie mit R2. Dreieck drücken, um auf einen hervorgehobenen Gegner zu schießen. Okay, also eigentlich standardmäßig L2 zielen und rechts schießen. Okay. So. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Achso, ich muss es erst ausrüsten, ne? War doch so, oder? Ja, wie rüste ich es denn aus? Hallo? Ah, okay. Leise und effektiv, nicht? Hui. Ein Z fürs Schlafen. Okay. Somit heißt es, können wir dann auch so Sachen wie die Wache da oben mal zum Schlafen legen. Diesen Sniper. Was bedeuten denn die Mannschaftssymbole da auf der Karte? Die Gefangene. Achso, wir müssen wieder Gefangene befreien. Ah, okay. Alles klar. Ich habe noch 3 von den Pfeilen. Das ist natürlich. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ei. Frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Ozilesh. Totschpachesh. Getel Bunico Macabetgaci. Muss er wohl, oder nicht? Wo haben die Spanier sonst her? Oh, es ist. Ach, die Wachen wieder. Oh Gott, nee.
So. Dann können wir schon mal die ersten befreien. Aber keine Vergebung. Puh. Aua! Aua, da haut er mich! Oh, du tritt dich da auf den Fuß und nochmal und rechts und links und vor und zurück und schupp! Aua! Das tat weh! Okay. Ja, die Gefangene befreien. Wieso kann ich denn... Ach so. Wow. Wo kam er denn her? Oh, der war richtig fies, war der. Na, jetzt wird's wieder brutal. Wie wir hingekommen sind, war es noch relativ harmlos, weil wir die alle schlafen geschickt haben. Aber jetzt... Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Lawrence Prinz persönlich. Aber jetzt wird's doch wieder brutal. So. Da oben sind anscheinend auch noch Gefangene. Ja. Pest und Cholera. Wenn uns das nochmal passt. Pest und Cholera. So, die Gefangenen hier oben haben wir, glaube ich, auch vergessen. Die sind hier oben drin. Ich sah noch eine Kiste. Gucken wir mal. Ah, hier. Sehr schön. So, ja, wie gesagt, ich freue mich wie ein Schnitzel auf... Was macht denn Edward da? Ich freue mich wie ein Schnitzel auf Daylight, was da jetzt bald erscheinen wird. Und natürlich aufs Outlast DLC. Ihr dürft euch freuen, in der Let's Play Live Show gibt es dann Daylight und Outlast zu sehen. So, du schläfst jetzt mal eine Runde. Danke, Captain. Aber sicher doch. Und noch eine Kiste. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal hier lang. Wo jetzt hier die nächsten Gefangenen sind. Aber ich glaube, da unten. Ich glaube, die sind das. So. Sieht aus, als wären Piraten hier. Verbrüdern sich mit den Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben, okay. Sehr selbstbewusst. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier so schnell wie möglich die nächsten Gefangenen. Wow, 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 wow. Die nächsten Gefangenen befreien. Ach, die sind oben drauf, ne? Oder? Ja. Mist. Was für ein Schlamassel, hm? So. Flatsch, flatsch. Flatsch, flatsch, flatsch. Gucken wir mal. Da hinten scheinen noch welche zu sein. Ja, da hinten sind noch welche. Da sind aber auch zwei Scharfschützen. Zumindest da drüben. Okay, hier kommen wir nicht raus. Uah! Ja, das mit dem Scharfschützen ist ein bisschen dämlich jetzt gerade. Hold on.
Oh, ich stehe direkt neben ihm und schießt mir ins Gesicht. So. Du willst mich doch jetzt nicht hier ärgern. Na, mein Freund. So schön deine Freunde hier erledigt. Oh, es wird gespeichert. Haben wir schon alle? Oh, schicke, schicke Bucht. Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Den räudigen Hund. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havanna frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Räudiger Seeköter. Siehst du den räudigen Seeköter? Ruff, ruff. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Den räudigen Hund. Also aus diesem Zeitalter wird es wahrscheinlich irgendwo her sein. Aber ihr könnt es wahrscheinlich besser. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Ei. Ich zeig's dir. Cool. Ah, okay. Das ist wieder eine neue Nebenmission. Assassinenaufträge. Das ist das, was wir schon gesehen haben. Diese, die wir in der Einfolge in Havanna gesehen haben, mit diesen Vogelkästen, vermute ich mal. Da sind diese Nebenaufträge von den Assassinen. Diese Attentataufträge werden das sein. Okay, haben wir das auch gesehen. So, Mission beendet. 90%. Awesome. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Okay. Keine Entschuldigung, die Trophäe habe ich gerade bekommen. So, und somit sind wir hier auf der Insel von den Assassinen. Auch können wir uns auch jetzt frei rumbewegen, brauchen jetzt nicht mehr unentdeckt sein. Und ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Ja, ist schon relativ. Wir müssen auch jetzt wieder wo ganz anders hin. So wie es ausschaut, oder? Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Ah, je, 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 je. Wir müssen wieder hier nach Elutin. Genau, wir müssen wieder zurück nach Nassau. Nach Nassau. Ja, Gizmo. Das spricht sogar. Meine Katze sagt sogar Mau. Und ihr seht, wie weit weg das ist. Wir befinden uns hier jetzt. Da befinden wir uns jetzt. Und wir müssen da hin. Das heißt, uns steht eine lange Schiffsfahrt wieder vor uns. Aber nicht in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Black Flag. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.